Saudi-Arabien hat angekündigt, seine Grenze zum Nachbarland Katar Anfang September wieder zu öffnen. Damit wolle König Salman den Bürgern Katars die Pilgerfahrt nach Mekka ermöglichen, meldete die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA. Die jährliche Hadsch gilt als Höhepunkt im Leben von Muslimen. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate werfen Katar vor, Terroristen zu unterstützen. Deshalb hatten diese Staaten die diplomatischen Beziehungen zu dem Emirat abgebrochen und die Grenzen geschlossen. König Salman will zudem Pilger aus Katar auf seine Kosten einfliegen und betreuen lassen. Zuvor hatte das saudi-arabische Königshaus erstmals seit Beginn der Krise einen Gesandten aus Doha empfangen. Ende Juli hatte Katar dem Nachbarn noch vorgeworfen, Pilger bei ihrer Mekka-Reise zu behindern. Das Nationale Menschenrechtskomitee beschwerte sich bei den Vereinten Nationen über die Hürden, mit denen katarische Bürger bei der Hadsch zu kämpfen hätten.